Da ich Magier bin, bringt mir das relativ nicht viel, damit er was lernt. Aber ich kann ja mal schauen, ob er irgendwas an seinem Taschendiebstahl kann man lernen bei ihm. Buß sagte, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Boah, Junge, komm nicht mit der Geschichte. Hast du eine Ahnung, was Buß da von mir verlangt hat? Nein. Keine Ahnung. Du wirst es mir bestimmt gleich verraten. Spinneneier wollte er haben. 3 Stück. Und? Und? Mann, du hast echt keine Ahnung, hä? Die Dinger sind absolut giftig. Mit 3 Eiern könnte er das ganze Lager umbringen. Eigentlich hatte ich gehofft, er hat das Ganze nicht ernst gemeint. Und jetzt kommst du. Meinst du, er wäre dazu in der Lage? Das findest du nur heraus, wenn er seine Eier kriegt. Und darauf kann ich verzichten. Aber du bringst mich auf eine Idee. Feuervogeleier sehen eigentlich genauso aus und sind absolut harmlos. Wenn du der Sache auf den Grund gehen willst, könntest du ihm die vielleicht unterjubeln, hm? Ja, ist eine gute Idee. Werde ich machen. Das macht jetzt auch Sinn mit einem, wie er gesagt hat, bis keiner mehr stehen kann. Und dann hat er nachgehört, bis keiner mehr aufstehen kann. Vielleicht will er doch wirklich alle töten. Naja. Ich werde Buß 3 Feuervogeleier bringen. Gut, mach das. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Ja, ich glaube, in dieser Folge werden wir nicht mehr viele Quests machen, so wie es aussieht. Also in dieser quasi ganzen Aufnahme. Es sind auch wieder 3 Folgen, aber okay. So, andere Piraten, gibt's da was? Erzähl mir was über die Piraten. Ei. Wer ist Douglas? Leichtmatrose. Pfiffiger Bursche. Kann gut klettern und einen Säbel schwingen. Wir haben ihn losgeschickt. Er sollte die Gegend beobachten. Welche Gegend? Na, hier ums Lager herum. Er hat sich in Richtung des kleinen Strandabschnittes im Osten aufgemacht. Vielleicht ist er auch in einer der Höhlen hier verschwunden. Ja, okay. Ich suche die Piratenbraut Patty. Tatsächlich? Was willst du denn von der frechen Kratzbürste? Sie ist meine Schwester. Ach so. Na dann, nichts für ungut. Sie ist schon vor einiger Zeit von uns gegangen. Im Norden von hier, gegenüber der großen Bucht, gibt es eine vorgelagerte Insel. Dort hat Patty ihr Lager aufgeschlagen. Wenn du Glück hast, ist sie immer noch dort. Ah ja, danke. Okay, gut zu wissen. Ich möchte mehr über die Meuterei wissen. War eine ganz schöne Schweinerei. Bruce glaubt, dass Patty das Piratennest auf Takarigua in Brand gesteckt hat. Ich habe ihm vertraut, wie wir alle. Wer weiß schon, was in so einem Frauenschädel vorgeht. Aber kurz nachdem wir hier an Land gingen, hat sie sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser aus dem Staub gemacht. Zähes Biest, sag ich dir. Ja, die werden wir auch noch holen, die Betty. Du bist es ja. Was kannst du mir über Hawkins erzählen? Redet ständig mit sich selbst. Da stimmt irgendetwas nicht mehr in seiner Kombüse, wenn du verstehst, was ich meine. Ist aber sonst ein verlässlicher Kerl. Leider machen sich die Jungs wegen dem, was er von sich gibt, langsam ins Hemd. Weicheier. Hatte der Arzt schon gesagt, ne? Dass der eine Verhaltensstörung hat. Also eine Identitätsstörung. Ich glaube, das war's, oder? Naja. Was ich noch wegen Patty sagen wollte. Wegen ihr sind wir hier, deswegen werden wir dann im Anschluss auch, glaube ich, zu Patty latschen. Wie stehst du zu Buß? Hey, ich war stets loyal. Bin ihm gefolgt, selbst als er gegen Patty gemeutert hat. Aber inzwischen glaube ich, dass er den Verstand verloren hat. Ich sage dir, nimm dich vor ihm in Acht. Das ist natürlich gut möglich. So, was kannst du mir beibringen? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ja, das weiß ich noch nicht. Okay, von dir will ich nichts lernen. Was kannst du verkaufen? Okay, ja, die Sachen hier, das bringt mir alles nichts. Habe ich gestern schon durchgeguckt, der hat lauter Sachen, die mir nichts bringen, das Magier. Okay, gut, danke. So, der hat auch. Wieso hängst du noch auf Buß Seite rum? Der kommt mir nicht mit Moral und so einem Quatsch. Wirst schon merken, was du davon hast. Ja, laber du nur. Eure Truppe hat keine Eier in der Hose. Okay. So, hallo Red. Was macht so ein Typ wie du auf einer Insel wie Kila? Sag nichts. Deine Nussschale hat Leck geschlagen und jetzt stehst du dumm da. Dich dran, aber leider falsch. Ach was. Und was hat dein Hintern dann hier verloren? Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin auf der Suche nach etwas. So, so. Und was suchst du? Grog? Weiber? Ärger? Das behalte ich besser für mich. Ich geh dir da mal nicht weiter auf den Keks. Hast ja sicher noch Großes vor.
Muscheln sammeln oder so. Ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Oder der größte Schatz, den es gibt auf Erden. So wie in der letzten Quest. Du bist also Pirat? Gabel. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Natürlich bin ich Pirat. Arr. Ja, genau. Wie lange bist du schon Pirat? Als wird dich, Landratte, das was angehen. Ich war schon Piratenkapitän, da hast du noch in die Windeln geschissen. Ich habe schon die ganze Welt gesehen. Ganze Dörfer haben wir geplündert, ohne mit dem Holzbein zu wackeln. Arr. Ja, aber wenn du Captain hast, wo ist dein Schiff? Du bist also Piratenkapitän? Ei, hab mein Schiff, die betrunkene Seefrau, vor langer Zeit beim Kartenspiel verloren. Arr. Es ist so schwierig, so anstrengend, das sagt immer ach. Warum sagst du dauernd arr? Was? Ich bin Pirat, du Waschkopf. Was denkst du denn? Klingt nicht sehr überzeugend. Was soll das heißen? Willst du etwa behaupten, du glaubst mir nicht? Besser, du gehst mir aus den Augen, sonst lasse ich dich mal eine Runde Kiel holen. Arr. Das ist echt ein anstrengender Typ. So, ich geh jetzt mal zu dem hier, weil der kann mir noch was erzählen. Kannst du mir mal sagen, mit wem Hawkins da die ganze Zeit quatscht? Hank. Wer ist Hank? Hier gibt's doch gar keinen Hank. Das beantwortet dann wohl deine Frage. Du meinst... Genau. Ja, hallo. Erzähl mir was über die Piraten. Ei. Was weißt du über Red? Über den? Naja, eigentlich nichts. Außer, dass er ein mieser Pirat ist. Und aus der Tasche leiern kannst dem auch nichts. Ist mit uns von Takarigua aus in See gestochen. Ich würde ihn nicht weiter beachten. Ist eine kleine Ratte unter vielen. Okay, passt, danke. Ich hab mal ein Geisterschiff. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Danke. So, mit dir da hinten reden wir gleich. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Gut so. So, diese verdammten Mistviecher sind wirklich überall. Da oben irgendwas? Nö. Hier ist eine Truhe, die kann man öffnen. Okay. Irgendein Bauplan für irgendwas Unnötiges, glaube ich. Passt. Bett, 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 Bett. So, da hinten ist auch noch etwas. So, Fleisch können wir mitnehmen und Schmiedekunst. Hier steht was. Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital. Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Ja, den müssen wir uns aber irgendwo besorgen. Ich weiß nicht wo. Irgendwo gibt's ihn sicher. Piratenanhänger, Stichwort und Wolfgang Küster. Ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Gehen wir jetzt zu dem Typen hier. Also nicht zu Red, sondern zu dem anderen. Genau, Colby. Hey, du bist doch hoffentlich keiner von Boos Idioten, oder? Nope. Nein. Gut, ich kann den Sack nicht mehr ausstehen. Mach dir einen auf wichtig. Fast jeder tanzt nach seiner Pfeife. Aber ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Gibt's einen Grund für deine miese Laune? Und ob es den gibt. Als wir noch auf Takarigua waren, habe ich das Piratenlager bewacht. Und was gibt es hier zu bewachen? Eine Schaufel voll Sand. Ja und? Wo ist das Problem? Jeder Arsch denkt, die lange Überfahrt hat mich weich gemacht. Ich muss mir mal wieder etwas Respekt verschaffen. Gibt es hier eine Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du, pass bloß auf, sonst rutscht mir die Faust aus. Ja, genau. So, erzähl mir was von der Überfahrt. Erzähl mir von der Überfahrt hierher. Ach, was gibt's da schon großartig zu erzählen? Eines Tages brannte auf Takarigua das Piratennest völlig aus. Ich bin mir nicht sicher, wer das Feuer gelegt hat. Sicher ist nur, dass wohl nichts davon verschont wurde. Unsere Rumvorräte haben wohl einen prima Brandbeschleuniger abgegeben. Mhm. Und was ist dann passiert? Na, wir haben in Windeseile unseren Krempel zusammengeräumt. Zum Glück war das Schiff von Starbards Tochter im Hafen vor Anker. Wir also rauf auf den Kahn und weg von der Insel. Wollten ja nicht als Holzkohle enden. Und wie geht's weiter? Naja, auf hoher See wurde es dann nochmal richtig ungemütlich.
Boos hat eine Meuterei angezettelt und wir sind ihm alle wie eine blinde Kuh gefolgt. Dachten damals, der wird schon wissen, was er da tut. Als wir dann auf Kila vor Anker gegangen sind, haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Okay. Kann dir doch egal sein, was die Leute über dich denken. Eben nicht. Ich habe mir meine Stellung damals hart erarbeiten müssen. Die meisten Leute, die als Wasserträger anfangen, sterben auch als Wasserträger. Aber den Wasserträger habe ich lange hinter mir gelassen. Ja, wie wär's mit dem Kampf? Wenn du mehr Respekt willst, wüsste ich eine Lösung. Wir prügeln uns. Gewinnst du, wissen die Jungs, dass du es noch drauf hast. Und wenn du verlierst? Was nicht passieren wird? Ich sagte nur, wenn du verlierst. Ja, halt mal für einen Moment den Rand. Mir ist da gerade etwas eingefallen. So, wir können jetzt entweder das Untere machen, oder wir können ihn fragen, was er gerade will, ne? Weil wir haben immer noch nicht gehört, was er quasi machen will. Also, was er macht, wenn er verliert, aber machen wir das. Na, dann lass mal hören. Ah, ich habe deine Aufmerksamkeit. Bin mir sicher, die Idee wird dir gefallen. Pass auf. Du lässt dir von mir die Fresse polieren. Als Wiedergutmachung kaufe ich dir Tafelsilber zum Spitzenpreis ab. Dann habe ich den Respekt der Jungs und du kannst viel Gold machen. Ich denk drüber nach. Und was bringt dir Tafelsilber um kein Gold? Was will jemand wie du überhaupt mit Tafelsilber? Gold ist doch viel wertvoller und praktischer. Na, was passiert wohl, wenn sich hier rumspricht, dass ich Gold horte? Richtig, ich krieg kein Auge mehr zu und hab außerdem noch die Eingeborenen am Wickel. Aber Silberbesteck ist viel unauffälliger und bringt dir fast genauso viel ein. Ah ja. Mhm. Bist du ein guter Kämpfer? Zumindest weiß ich, wie ich mich verteidigen kann. Wenn du etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Vielleicht kann ich dir ja noch was beibringen. Ja. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Nichts davon. Okay. Lass uns gegenseitig aufs Maul hauen. Gut, und denk dran. Wenn du zu Boden gehst, kaufe ich dir Tafelsilber zum Vorzugspreis ab. Natürlich. Silberteller und Silberpokale. Ich stehe auf das Zeug. Ja, jetzt zieh endlich deine Waffe. Steck ihm den Finger ins Auge! Aua, oh nein. Der Schlag war nicht von schlechten Eltern. Es ist... Was willst du sonst machen? Aber er war so schnell, ich konnte nicht mal einen Zauber casten. Also... Respekt, Junge, Respekt. Ich heil mich mal. So, ein bisschen was essen. Hallo. Jetzt wird mir jeder den nötigen Respekt erweisen. Hier, nimm einen Rum und erhol dich gut. Und wenn du Silberpokale und Silberteller loswerden willst, komm zu mir. Habe ich, aber will ich dir jetzt nicht geben. Quest abgebrochen, schlagende Argumente, okay. Naja, egal. Warum ist die jetzt abgebrochen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Nebelinsel. Ja, die ist auch. Tanaris. Kila, da würde ich gern gucken. Schlagen der. Warum ist das jetzt abgebrochen hier? Ach so. Na, da könnte ich auch mal kurz durchgucken. Schlagen der aber. Hier. Kobe will, dass ich ihm 10 Silberzähler und Pokale bringe. Er macht mir dafür einen guten Preis. Okay. Warum ist die Quest jetzt abgebrochen? Naja, kann man auch das machen. Gut, dann wird mir das mal erledigt. Kümmern wir uns mal um die Spinnen hier. Komm her, du Krabbelvieh! Ich hasse Insekten! So, die haben beide nichts, was man mitnehmen kann. So, dann will ich gerne mal hier den Teleport aktivieren. Geht doch. War nicht immer eine epische Musik oder so? Oder ist das nur, wenn ich es einsammle? So. Hier ist noch irgendwas zum Einsammeln. Pilz, okay. So, hat der Harry jetzt noch was zu sagen?
Weil wir jetzt mit Kobe auch noch geredet haben. Nö, okay. Ach, was du nicht sagst. Ach, hier ist noch ein Teleportstein. Die epische Musik ist nur bei Teleportstein. So. Was? Nein. Ich werde... Was willst du von mir? Du bist einer von ihnen. Dein falscher Blick verrät es mir. Sie haben dich geschickt, um mich zum Schweigen zu bringen. Nein. Mich hat niemand geschickt. Komm zu Verstand. Mich täuschst du nicht. Ich sehe es dir an. Du bist besessen. Aber ich habe dich durchschaut. Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Du hast den Namen Douglas fallen lassen. Du hast den Namen Douglas fallen lassen. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass ihm Schreckliches widerfahren ist. Der Verrat und die Lügen haben sich seiner bemächtigt. Geht's auch weniger kompliziert? Ha! An dich verschwende ich keine weiteren Worte über ihn. Du bist zu blind, um das Offensichtliche zu sehen. Die Kameraperspektive ist unglaublich. So. Kann es sein, dass du selbst Gespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Genau. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Ja, unbedingt. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleuchtet werden. Mhm. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Natürlich. Schau mal, wo er ihn will. Okay. Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhören. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Ach ja, was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt lass uns weiter. Okay. Folge mir. Natürlich. Weil ich mir denke, dass der Rand des Dschungels woanders ist. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Okay. Das war nur dein Magen, sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Dann ist was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. So, lass uns weitergehen. Okay, die Sonne ist gerade hinter dem Berg verschwunden. Das sah ziemlich nice aus. Oh Gott, da geht in die Spiele. Naja, alles klar. Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Oh Gott. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Aber... Oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. Oh, da
Das belebt den Geist, als wenn sich ein Schleier lüftet. Mhm. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Ja, der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Dafür bin ich nicht gut genug. Jetzt, da du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern? Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar Rum brauchen, bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist wichtig. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Er hat vermutlich einfach nur seine... Ich kann nicht kämpfen, wenn der dann in mir ist. Was ist das? Scheiß Spinnen! Ist sie tot? Ja, nicht. Ist sie. Ich glaube, er wurde einfach von der Spinne gebissen. Ganz klassisch Spinnebiss. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Das ging schnell! Oh Gott, das ist ein Riesenvieh. Komm her, du Krabbelvieh! Ah, komm, stirb! Erledigt. Okay. Das war ja jetzt nicht so berauschend. Ich hupfe mich ja hoch. Wobei, hier könnte irgendwas... Könnte noch eine Quest sein, irgendwas anderes, aber... Eigentlich wollte... Oh, ich muss ja hier hoch. Warte, hier... Eigentlich wollen wir zu Patty, ne? Und hier ist eine Kiste. Ah. Wer hat hier seinen Schatz versteckt? Ah, niemand, okay. Man hier oben irgendwas? Oh, ist das geil hier. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht unterfällt, aber geil. Okay. Bin nicht sicher, ob ich da noch weiterkomme. Sieht schon sehr unverwaschen aus, diese Textur hier. Ich gehe lieber weg hier. Oh. Hier hat wohl mal wieder was trainiert, hm? So wie es aussieht. Nein. Okay, der hat noch einen Schuh an, aber das war's dann schon. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Wir können uns auch teleportieren, aber dann geht meistens so die Zeit verloren. Das will ich dann auch nicht. Hm. Was können wir jetzt noch machen? Eigentlich nicht viel. Eigentlich wollte ich ja schon aufhören. Was ist da? Ach so, ein Affe, okay. Ich will nicht mit ihm reden. Bei der andersgleichen ist definitiv gleich mal ein Proviant, das heißt, da werden wir niemals einen Affen damit füttern können. So. Einmal heilen. Die Spinne ist auch weg, ne? Ja. Na gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause und wir werden dann beim nächsten Mal uns einfach auf den Weg zu Patty machen. Die wollen wir durchaus doch wieder treffen. Und natürlich, wir sind wegen ihr hier, ne? Also. So, ich kann jetzt mal mit. Ich glaube, ich rede jetzt mal mit dem Arzt. Weil es ist gut möglich, dass.
dass ich ihm jetzt sagen kann, dass der Hawkins von einer Spinne gebissen wurde. Diese komischen Eier habe ich auch noch nicht. Ah. Was weißt du über Douglas? Einer der wenigen, der noch auf meiner Seite war. Bestimmt hat Harry den auf dem Gewissen. Hast du irgendwelche Hinweise? Pah! Dieser illoyale Bastard ist verrückt genug, um uns alle umzubringen. Bestimmt hat der Douglas in eine dieser Höhlen gelockt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Es kann natürlich sein, dass diese Feuervogeleier auch giftig sind. Oder nicht giftig. Das ist echt schwierig zu sagen. So, wo ist denn der Arzt? Ja. Behalte deine Finger bei dir! Klar! Ich kann ihm nichts sagen. Ich mach mal Folgendes. Ich speichere das jetzt hier mal. Ich liebe diese Fähigkeit. Das ist quasi dann nicht stehlen, ne? Komm bei uns, geh raus da. Ist das ja, der Ding kriege ich nicht. Das. Das erkennt er nicht. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Doch, doch. Lass mich aus den Augen. Was? Ja, der Ding kriege ich einfach nicht hin. Na gut. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns hier ins Lagerfeuer. Und ich mache eine Aufnahmepause. Ich speichere natürlich nochmal. So, Spielspeicher. Was ist heute für ein Tag? So. Ich muss mir das aufschreiben. Ich meine, ich mache eh kein nichts anderes außer Let's Plays bei dem Game, aber trotzdem so 09:02 müsste es heute sein. Ja, 11:15 passt schon. Na gut, dann wünscht mir Glück, dass er jetzt den Sound mit aufgenommen hat und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao, bis dann, baba.